Ja, Namaste. Wir erfahren uns heute in dieser Yoga-Praxis in zwei verschiedenen Grundqualitäten. Einerseits geht es in dieser Praxis um das Gefühl von Lebendigkeit und Beweglichkeit. Und das werden wir im Besonderen den Schultergelenken schenken und auch den Armen. Wir werden da das Gewebe gleitfähig und beweglich machen. Wir werden versuchen, ja, Bewegungen zu erfahren, die die Schultern mobilisieren und damit auch den Bewegungsspielraum der Arme erweitern. Also eine Bewegung erfahren oder eine Praxis erfahren, die uns mobilisiert und die dem Körper ein lebendiges und leichtes Gefühl schenkt. Und auf der anderen Seite wird in dieser Praxis auch ja, die Kraft und die Stabilität auf uns warten. Wir werden also armgestützt durch einen Teil dieser Yogastunde gehen. Und diese Kraft, sie zentriert uns wieder. Ja, sie gibt uns Halt und definiert eine Struktur. Ja, also warten also beide Pole auf uns, besonders im Schulter-Arm-Bereich bezogen heute. Also ein lebendiges Gefühl, bewegliche Schultern, freie ja, Möglichkeiten in der Praxis, aber natürlich auch starke Arme und Stabilität, die wir in dieser Stunde aufbauen. Und wenn wir diese Praxis gemeinsam beginnen, dann bitte ich dich, zu einem gemütlichen Sitz zu kommen. Du kannst ja gerne die Augen schließen für die nächsten Momente. Denn Yoga ist immer eine Erfahrung, die uns nach innen bringt. Ja, wir sind tagsüber immer in der Welt orientiert, sind mit den Sinnen nach außen gerichtet, nehmen da die Eindrücke der Welt wahr und das, was da auf uns einwirkt, das, was uns dort begegnet. Und diese Zeit, die wir uns jetzt schenken, ist eine Zeit, in der wir uns selbst mehr erfahren dürfen. Und hier, wenn du die Augen schließt, dann ist es schon so ein kleines Loslassen von der äußeren Welt und ihren Erwartungen und ein Blick zu dir selbst. Und dann bitte ich dich, den Blick zu den Beinen zu bringen und sie so zu positionieren in diesem Sitz, dass sich die Beine entspannen können. Die tragen dich im Moment nicht, die müssen nichts Besonderes tun, sie können sich einfach entspannen. Dann nimm deine Hüftgelenke wahr und schenk ihnen eine innere Weite und ein Gefühl zu entspannen. Dann beobachte die Auflagefläche, die dein Becken im Augenblick hat. Dein Becken ist die Struktur, die dich im Moment stützt. Und so lass dein Becken in diese Auflagefläche hineinsinken. Lass es also noch tiefer verbunden sein mit der Erde unter dir. Und dann beginn von dieser Verbundenheit der Erde heraus, dich nach oben aufzurichten. Und das kannst du gerne mit kleinen Bewegungen machen. Dich ein bisschen räkeln und strecken und hoch bewegen. Nimm da auch gerne die Schultern mit in die Bewegung. Schenk ihnen das, was sie jetzt brauchen nach dem Tag, der hinter dir liegt. Und beobachte, ob auch der Kopf mit einsteigt und in die Bewegung folgt. So kannst du auch den Nackenbereich mobilisieren. Ja, du räkelst dich dabei hoch, lässt ein Gefühl der Leichtigkeit entstehen nach oben. Dann lass diese Bewegung wieder ausklingen und leg die Schultern ganz gelassen auf den Brustkorb ab. Die werden da getragen, du kannst sie entspannen. Entspann auch den Schulter-Nackenbereich. Lass den Nacken lang werden und durchlässig. Entspann dein Gesicht. Und finde im Allgemeinen einen sehr entspannten und doch aufgerichteten und eben auch lebendigen Sitz. Und dann nimm hier die Aufmerksamkeit zur Atmung wahr. Beobachte, wie es atmet. Wie atmet es ein? Und wie atmet es aus? Mach wahr, wohin die Atemluft strömt, welche Räume die Atmung öffnet. Und dann denk dir die Ausatmung nach unten gerichtet. Ja, wenn du ausatmest, dann Richtung Erde. Und dann lass dein Becken noch tiefer sich in die Erde verwurzeln. Finde dort Halt und Stabilität. Und dann denk die Einatmung nach oben orientiert,
Sie richtet dich auf, denn sie schenkt dem Brustkorb eine innere Leichtigkeit und eine Weite, in der er sich erhebt. Ausatmend bist du immer wieder mit der Erde unter dir verbunden. Und einatmend entdeckst du eine innere Leichtigkeit und Freiheit nach oben. Ein Wachstum nach oben in die Welt. Und so gibt dir die Atmung einen Rhythmus und einen Takt für diese gemeinsame Yoga-Praxis. Bring da jetzt die Hände bitte vor dem Herz zueinander und nimm die Auflageflächen, also die Berührungsflächen deiner Hände wahr. Eine sehr schöne Geste, die uns gemeinsam begrüßt. Und wenn du das nächste Mal einatmest, dann öffne die Arme, bring sie über die Seite weit über dir zum Kopf nach oben. Und wenn du ausatmest, dann bring die Hände zueinander für die Stirn, den Mund und das Herz und öffne dich einatmend noch einmal weit nach oben. Und dann bring im Ausatmen die Hände zurück vor dein Herz. Und wenn du möchtest, dann verbeug dich vor ihm und vor dir selbst mit einem Willkommen in dieser gemeinsamen Zeit. Und wenn du dich aufrichtest, dann öffne die Augen wieder. Und lass uns zum Vierfüßler wechseln. Wir stellen erstmal die Beweglichkeit und die Mobilität in den Mittelpunkt, also bewegen uns. Und das kannst du für dich selbst tun hier im Vierfüßler. Dich dorthin bewegen, wo du das jetzt magst und wo es dir gut erscheint. Ja, denk auch an den Schulterbereich und den Schultergürtel und den Nackenbereich. Und dann komm ein paar Mal zu Katzenbuckel und Pferderücken. Finde dort eine gute Atemqualität, die dich leitet. Dann bleib beim nächsten Mal bitte im Katzenbuckel eingerollt. Mach dich ganz rund, saug den Bauchnabel hoch, heb die Flanken hoch. Dreh die Ellenbogen mehr nach außen hinweg. Jetzt roll den Kopf ein und schau Richtung Becken oder Bauchnabel. Dann ist der Rücken ganz rund. Dann kommst du in den Pferderücken, kippst dein Becken nach vorn, tauchst wirbelweise nach unten ein, drehst die Ellenbogen mehr zu dir und hebst am Ende den Blick nach vorn. Und dann mach das für dich weiter, nimm also auch die Bewegung des Kopfes mit auf und die Bewegung der Arme. Immer noch ein Zyklus. Und dann kommst du aus dem Pferderücken neutral lang wieder an. Und dann kannst du dich gerne wieder bewegen und recken. Und wir bereiten uns jetzt noch mit den Handgelenken auf diese Praxis vor. Da bitte ich dich, die Hände aufzufächern, also die Finger aufzufächern und über den Händen sanft zu kreisen. Dann nehmen wir, wie das Gewicht sich verlagert auf den Auflageflächen, die die Hände haben. Und was es für die Handgelenke bedeutet. Du kannst kreisen, du kannst schlängeln, du kannst vor, zurück und rechts und links bewegen. Immer so, dass du vom Gefühl die Handgelenke integrierst und bewegst. Dann mach das weiter und dreh dabei die Hände nach außen, die Finger zeigen nach außen und beweg dich hier weiter. So, wie es die Handgelenke auch bewegt und mobilisiert. Gut. Dann kommen wieder über ihn an und das nächste bitte ganz bedacht. Erstmal nur eine Hand so drehen, dass die Fingerspitzen zu dir zeigen.
Und wenn du da jetzt Gewicht auf den Handballen bringst, dann beobachte, ob das den Handgelenken passt. Wenn du merkst, es ist sehr intensiv, dann lass lieber nur eine Hand hier und beweg dich dann sanft. Und wenn es für dich passt, wenn die Handgelenke es mögen, dann kannst du auch die andere Hand mit dazu setzen. Aber immer für dich selbst schauen, was da jetzt gut ist. Und kleine Bewegungen finden. Wenn du nur eine Hand nach hinten gedreht hast mit den Fingern, dann wechsel bitte in die andere und beweg dich weiter. Und dann komm wieder zurück. Ja, kannst du gerne die Hände etwas bewegen. Das nächste ist noch individueller. Es kann sein, dass die Handgelenke es mögen, kann aber auch sein, dass du merkst, es ist jetzt doch zu intensiv. Probier es in einer Hand erst einmal aus und dann bitte ich dich, den Handrücken zur Erde zu bringen und mit den Fingerkuppen zu dir zu zeigen. Und ein bisschen Gewicht auf den Handrücken zu geben. Wenn du merkst, es ist jetzt doch sehr intensiv, dann lass es lieber auf eine Hand und beweg dich ganz sanft. Wenn du merkst, es ist machbar und du könntest die zweite Hand auch noch dazu stellen, dann kannst du das auch machen. Aber nicht übertreiben. Ich beispielsweise mache es lieber nur auf einer Hand. Und dann bewegst du dich hier sanft, nicht zu intensiv. Wenn du eine Hand am Handrücken am Boden hast, dann wechsel bitte in die andere. Auch hier Bewegungen finden. Ja, und dann komm bitte wieder zurück und einen Moment zum Sitz. Einfach ein gemütlicher Sitz, sodass du die Handgelenke ganz frei bewegen kannst. Ja, und du kannst sie einfach kreisen, du kannst Fäuste machen und öffnen oder ganz sanft ausschütteln, ohne zu sehr zu schlackern. Dann bring die Hände bitte zu einer Faust zueinander und beweg sie hier ganz sanft für dich weiter, diese Hände in dieser Faust. Und dann machst du kleine Wellen, öffnest du die Arme nach außen. Okay, und dann komm bitte wieder zurück in den Vierfüßler. Und hier fächerst du die Finger weit auf, machst also eine ganz, ganz große Basis und nutzt diese Basis für den abwärts schauenden Hund. Stell die Füße auf und schieb dich mit Druck der Hände nach unten in den Boden und gleichzeitig mit dem Becken hoch. Und dann beweg dich hier bitte erst einmal ganz für dich selbst. Ergründe das, was dir gut tut. Ja, dann komm bitte an und beug beide Knie richtig weit beugen. Dann kommst du ganz nah an die Oberschenkel. Schieb dich bitte an ihnen entlang nach oben mit einem ganz langen Rücken. An den Oberschenkeln hochschieben. Drück die Hände dafür bewusst in die Erde. Da ist ein Widerstand, da ist Kraft zwischen den Händen und der Erde. Und daran wächst du mit dem Becken hoch. Und wenn die Beine bereit sind, dann beginnen sie langsam zu strecken. Schieb die Außenseiten der Fersen tief und die Innenseiten der Oberschenkel nach hinten raus. Aber ganz lang werden und ausatmen. Einatmen in den Liegestütz. Ja, und dann streck dich hier ganz lang. Schaff also viel Abstand zwischen Fersen und Scheitel. Und dann zieh dich zwischen den Schulterblättern hoch nach oben und drück die Hände dafür bewusst in den Boden. Und schieb dich wieder zurück in den Hund. Beug die Knie dafür, komm nah an die Oberschenkel und schieb dich an ihnen entlang, richtig, richtig hoch, richtig lang werden. Die Hände in den Boden schieben, Becken hochziehen und dann langsam die Beine strecken, die Fersen senken und auch mal ganz tief ausatmen und mit dem Becken richtig hochwachsen. Einatmend in den Liegestütz. Und dann schieb dich hier aus den Füßen ein Stück nach vorn. Ja, das ist diese Bewegung nach vorn. Ja, und so schiebst du dich nach vorn. Und dann kommst du langsam zur Erde. Beug die Ellenbogen nah an deinem Körper heran und dann leg dich langsam zur Erde ab. Und wenn du hier ankommst, dann entspann dich wieder. Räkel dich ein wenig auf der Yogamatte. Dann beweg ruhig nochmal die Handgelenke.
Und dann schlängel dich hoch in eine erste angenehme Rückbeuge. Und schieb dich zurück in den abwärts schauenden Hund. Mal ganz lang strecken und bewegen. Und dann komm mit den Füßen nach vorne in dieser Bewegung, in eine stehende Vorbeuge. Da kannst du auch die Handgelenke lösen von der Anspannung, die Arme baumeln lassen, den Kopf ein bisschen nicken lassen. Dann kommst du in die halbe Vorbeuge nach vorn. Dann stützt hier die Hände gegen deine Beine, da ist ein Widerstand, da ist Kraft. Du drückst die Hände nach hinten und gleichzeitig schiebt sich dabei dein Scheitel weiter nach vorn. Ja, die Hände drücken gegen die Beine nach hinten und dein Scheitel wächst nach vorn. Du bist ganz lang an diesem Druck, an diesem Widerstand der Beine. Und dann löst ihn, stützt die Hände auf die Oberschenkel, komm in eine gestützte Hocke und beweg dich hier nochmal so, wie es dir gut tut. Und dann komm dabei hoch nach oben und beweg dich hier weiter. Und dann streck die Arme aus, streck dich ganz hoch in die Welt. Und gleichzeitig die Füße in die Erde schieben. Und dann bringst du die Hände vor dein Herz. Beug die Knie etwas an, tauch mit den Fingerkuppen ein und komm über den Arm, über vorne hoch. Jetzt kannst du den Kopf sanft nach hinten anlehnen. Dir eine Drehachse um die Ohren vorstellen und an dieser Drehachse den Kopf nach hinten bewegen und dann den Blick nach oben bringen. Dann atme hier ein, streck dich hoch und atme aus und verbeug dich nach unten. Atme ein in die halbe Vorbeuge, nutze wieder den Widerstand der Hände gegen den Rücken und atme aus und verbeug dich nach unten. Und jetzt bitte ich dich, die Hände hinter dem Rücken zu verschränken. Beug dafür die Ellenbogen an, nach außen. Dann zieh die Schultern hoch und heb die Arme nach oben in den Himmel. Und dann streckt die Arme langsam. Oder mach mit ihnen Bewegungen. Das kann in die Seiten schaukeln sein oder vor- und zurückfedern sein. Ja, Schultern ziehen hoch, Arme schieben hoch. Nacken ist frei. Der Kopf schwingt mit. Und dann lass die Arme wieder zurückbaumeln zur Erde. Und stütz den rechten Fuß mit einem großen Schritt nach hinten. Lass das Becken etwas tiefer sinken. Heb den Blick nach vorn und atme ein. Und dann atme aus und den abwärts schauenden Hund. Streck dich ganz lang. Einatmend der Katzenbuckel. Die Knie sanft senken. Dann zum Pferderücken fließen. Ausatmend zum Kind eintauchen. Einatmend, komm wieder hoch, Katzenbuckel, dann der Pferderücken. Ausatmend, den abwärts schauenden Hund hochstrecken. Die Knie beugen, entlang der Oberschenkel hoch, dann die Beine langsam strecken. Hände schieben in den Boden. Einatmend in den Liegestütz. Mit den Füßen etwas weiter nach vorn schieben. Ausatmend, langsam ablegen, Ellenbogen nah an den Körper. Einatmend, eine Rückbeuge nach oben. Ausatmend, zurück in den abwärts schauenden Hund. Jetzt bitte ich dich, einatmend das rechte Bein zu heben. Jetzt drehst du die rechte Hüfte über die linke Hüfte auf, rechts über links. Schiebst die linke Hand in den Boden, fächerst die Finger auf und ziehst, wenn du das möchtest, die rechte Hand auf die Fingerkuppen. Dann kannst du dich weiter drehen, noch einmal tief einatmen und ausatmen, schwingst du den Fuß nach vorn. Gut. Und dann, wenn du hier ankommst, dann stell den rechten Fuß eine Fußbreite weiter nach außen. Die linke Hand orientierst du unter die Schulter. Du kannst dir auch einen Block als Hilfe nehmen, wenn der Boden jetzt sehr weit weg ist, oder du kannst auch eine Faust machen. Und dann stützt du die rechte Hand auf dein rechtes Knie. Und da gibst du jetzt einen Druck mit der Hand auf dein Knie. Und an diesem Druck kannst du dich leichter nach rechts aufdrehen. Aber nach rechts drehen. So. Hinteres Bein streckst du, ziehst die Innenseite des Oberschenkels hoch. Die rechte Hand löst du, bring sie nach vorn, richtig weit nach vorn. Dann mach einen Bogen hoch mit dem rechten Arm zum Himmel. Und du rollst die Schulter zurück und bringst die Hand zum Kreuzbeinbereich, also zum unteren Rücken. Mikro. So.
Und dieser Kontakt nach hinten ist eine Möglichkeit, die rechte Schulter weiter zurückfließen zu lassen. Ja, du drehst also die Brustwirbelsäule weiter auf. Jetzt bringst du die Hand an den Hinterkopf und da drückst du nicht, sondern du lehnst dich jetzt ganz weich nach hinten an, machst du also eine weite Rückbeuge nach hinten. Ja, drehen und eine Rückbeuge. Und jetzt streckst du den rechten Arm ganz nach oben hoch. Du kannst dem Arm hinterher schauen zum Himmel. Und du ziehst dich aus der unteren Schulter raus, schiebst dich ganz hoch. Dann streck dich groß und atme. Und noch einmal tief durchatmen und wachsen und in die Drehung fließen. Und im Ausatmen kommst du wieder zurück. Machst du den Schritt zurück zum Hund. Einatmen in den Liegestütz. Die Füße geben wieder einen kleinen Schub nach vorn. Ausatmen, kommst du langsam zur Erde. Gut. Ja, dann eine ganz kleine Rückbeuge. Und dann machst du wieder eine Faust hinter dir. Verschränk die Finger, zieh die Ellenbogen etwas nach außen und jetzt rollst du die Schultern nach hinten. Und dann beginnst du die Arme langsam zu strecken und die Faust nach hinten zu schieben und dich hochzuziehen in eine Rückbeuge. Und dann mach wieder kleine Bewegungen hier mit den Armen. Und dann stützt die Hände neben dir auf, eher im hinteren Teil, also des Brustkorbs, also im Bereich der unteren Rippenbögen. Roll die Schultern zurück, schlängel dich hoch, Cobra oder der aufwärts schauende Hund. Und dann kommst du zurück in den abwärts schauenden Hund. Atmest ein, hebst dein rechtes Bein hoch. Und atmest aus, schwingst den Fuß nach vorn. Einatmen, streck dich, bring den Blick nach vorn. Ausatmen, machst du links einen Schritt nach vorn und verbeugst dich nach unten. Einatmen in die halbe Vorbeuge strecken. Ausatmen in die ganze Vorbeuge eintauchen. Verschränkt die Hände hinter dem Rücken. Ein Finger weiter, die Faust, die sonst nicht entsteht. Zieh die Ellenbogen etwas nach außen. Zieh die Schultern hoch und streck die Arme hoch. Richtig hoch, hoch, hoch. Und dann beweg dich wieder. Also den Schultergürtel ganz locker bewegen. Die Arme zur Seite schwingen oder vor und zurück. Der Kopf schwingt mit. Ja, und dann löst wieder auf. Bring die Arme zurück. Und dann trete links einen großen Schritt zurück. Atme ein, senk das Becken, heb den Blick. Atme aus, komm rechts nach hinten. Streck dich hoch in den Hund, die Knie beugen, langsam hochschieben, dann die Beine strecken. Einatmen, der Katzenbuckel langsam ankommen. Dann der Pferderücken und ausatmend das Kind. Einatmend wieder hoch, Katzenbuckel, Pferderücken, ausatmend der abwärts schauende Hund. Und jetzt hebst du dein linkes Bein nach oben, drehst die Hüfte auf, bringst links über rechts. Mach jetzt die rechte Hand schwer und fäche die Finger auf. Und dann kannst du die linke Hand leicht machen, kannst du sie vielleicht auf die Fingerkuppen ziehen und dich ein bisschen weiter drehen. Und hier atmen in die Weite der linken Seite. Und dann schau Richtung Hände und bring den Fuß nach vorn. Gut. Dann kannst du eine Fußbreite nach außen setzen. Und dann stützt du die rechte Hand unter der Schulter auf. Wieder flach oder Faust, so wie es für dich am angenehmsten ist. Dann bringst du die linke Hand auf dein Knie, drückt da auf das Knie. Und mit diesem Druck kannst du dich leichter nach links drehen. Zieh den Bauchnabel mit, schließ sanft den Beckenboden. Und jetzt machst du mit dem linken Arm einen Bogen über vorne nach oben, roll die Schulter zurück und bring die Hand an das Kreuzbein oder den unteren Rücken. Nutz das als Fixpunkt und zieh die linke Schulter weit nach hinten. Drehst also den Brustkorb weiter auf. Dann bring die Hand an den Hinterkopf und lehn dich da sanft nach hinten. Eine ganz sanfte, weite Rückbeuge. Und jetzt streckst du den Arm nach oben aus.
Dann denk dich ganz groß, streck das hintere Bein, zieh dich hoch aus der Schulter und atme nach oben in die Weite. Und atme dich in die Haltung und die Drehung. Und noch einmal tief einatmen und strecken. Und ausatmen, kommst du wieder zurück. Und machst du den Schritt zurück in den Hund. Einatmend in den Liegestütz. Ein Schub nach vorn. Und ausatmend zur Erde. Ja, und dann eine kleine Rückbeuge. Verschränk bitte noch einmal die Hände in den Rücken. Wieder diese Faust, die sonst nie entsteht. Also einen Finger weiter. Die Ellenbogen etwas nach außen ziehen. Dann schieb die Hand nach hinten und zieh dich langsam hoch. Zieh die Schultern zurück und beweg dich ein bisschen. Ja, wenn du dich durchbewegt hast, dann bring die Hände wieder zurück. Eher wieder in den unteren Teil der Rippenbögen. Dann fließt du hoch, Cobra oder der aufwärtsschauende Hund und kommst zurück in den abwärtsschauenden Hund. Und dann bleib hier einen Moment und beweg dich und atme. Und dann komm wieder zurück in den Vierfüßler und finde hier Bewegungen, die für dich jetzt schön sind, die einen Teil dieser Anstrengung wieder lösen und im Körper verteilen und auflösen. Und je nachdem, für eine kleine Pause, entweder das Kind oder ein bequemer Sitz. Das, was für dich jetzt am besten ist. Und dann spür nach. Spür den Rhythmus des Atmens. Das Körpergefühl. Dann möchte ich mit dir weitergehen und jetzt zum Hauptteil dieser Sequenz kommen. Und das ist eine Sequenz, in der wir uns in den Armen stützen werden. Lass uns im Vierfüßler treffen. Und dann komm bitte mit den aufgefächerten Händen in einen sehr deutlichen Bodenkontakt. Drück die Hände sanft nach unten und dann kommst du hoch in den abwärtsschauenden Hund. Streck dich hier ganz hoch nach oben. Dann heb dein rechtes Bein hoch. Und jetzt bringst du dein rechtes Knie zum linken Arm, also diagonal. Rechtes Knie vor zum linken Arm. Und hier stellst du den Fuß nach links auf. Großer Schritt nach außen. Das hintere Bein drehst du auswärts, also kommt die Ferse nach innen, nicht nach außen, die Ferse nach innen. Mal die rechte Hand gut positionieren, Finger auffächern. Und jetzt hebst du den linken Arm hoch und schiebst dich hier hoch in diese Position. Das Becken mal einen Moment etwas tiefer, dreh dich weiter auf, dann heb das Becken hoch. Und stell dir vor, du lehnst dich nach hinten zurück und du stützt und streckst und atmest und freust dich daran, was geht. Noch einmal tief hineinatmen in diese Weite, Kraft und Stärke finden und dann kommst du wieder zurück. Ja, in den abwärtsschauenden Hund und hier wieder ankommen, beide Seiten des Körpers spüren, streck sie und atme aus und atme ein in den Liegestütz, schieb dich ein Stück nach vorn, atme aus, komm langsam zur Erde, ganz langsam. Einatmen nach oben reikeln, ausatmen zurück in den abwärtsschauenden Hund. Ja, linke Seite, linkes Bein heben, ganz weit wegschieben und jetzt führst du dein linkes Knie zum rechten Arm. Linkes Knie, rechter Arm, stell den Fuß nach rechts auf,
Hinteres Bein mit der Ferse nach innen versetzen. Linke Hand gut erden. Und jetzt drehst du dich nach rechts auf. Hebst dich hoch. Kommst ein bisschen tiefer, drehst dich weiter. Und dann strebst du hoch, streckst dich aus und wächst und streckst und bist dort zentriert. Kraft finden, aus der Kraft hochstützen, Beweglichkeit entdecken und atmen. Und einmal tief atmen und dann kommst du wieder zurück. Streck dich hoch in den Hund, atme aus, atme ein in den Liegestütz, schieb dich hier nach vorn und wieder ein ganz langsamer Weg im Ausatmen zu der Ellenbogen nah an den Körper anbeugen. Einatmend nach oben reckeln. Ausatmend kommst du in die Bauchlage an, dann nimm die Hände als ein Kissen an für deine Wange oder für deine Stirn und lass dich einen Moment hier hineinfließen. Und entdeck Bewegungen, da wo sie jetzt wertvoll sind und gut. Wir haben hier den vollen Bodenkontakt und wir brauchen gar nicht so viel Anstrengung, also nutz die Beweglichkeit jetzt wieder. Nimm sie mit, stütz die Hände an die seitlichen Rippen auf und beweg dich wieder hoch in den aufwärts schauenden Hund oder die Kobra. Dann zurück in den abwärts schauenden Hund, hier nochmal ganz lang werden und bewegen und ein bisschen hopsen oder federn. Dann kommen den Vierfüßler und nutze hier Katze und Pferd. Beweg dich wieder. Oh Gott. Und jetzt schiebst du dein Becken ein kleines Stück Richtung Fersen und kommst dann auf die Fingerkuppen. Und wanderst mit den Händen nach vorn, Schritt für Schritt, sodass die Arme ganz lang werden und du in den Schultergürtel nach unten hineinschmelzen kannst. Dann kannst du da gerne die Stirn Richtung Erde ablegen und dann lass die Arme noch ganz lang und bleib auf den Fingerkuppen. Das ist also immer noch Kraft und Stärke. Und doch auch ein Wachstum in einer Länge und Größe. Und dann löst einen großen Teil dieser Anspannung, wenn du die Hände wieder flach zum Boden bringst, die Unterarme ablegst. Wenn du noch mehr weit in den Schultern magst, dann kannst du die Ellenbogen weiter nach außen ziehen und die Hände zueinander bringen. Und dann lass dich hier neu hineinfließen, so dass jetzt alle Anstrengungen sich lösen kann und aus dem Festen, aus der Spannung, aus der Kraft eine Entspannung steht und damit die Möglichkeit zu wachsen. Komm langsam bitte wieder zurück in den Vierfüßler. Zu den Bewegungen, die dir hier wichtig und gut sind. Und dann lass uns in die Rückenlage wechseln. Wenn du dich hier hinlegst in die Rückenlage, dann leg die Arme nach hinten ab und verhake die Daumen. Streck dich über die Finger nach hinten, streck dich über die Füße und die Zehen nach vorne und dann recke dich ganz groß aus, lang und groß. Entdeck das eigene Wachstum wieder nach dieser Kraft und Zentriertheit. Ja, und dann lass die Arme hinten, stell die Füße auf
Schüttel die Beine ganz locker aus. Heb dein Becken ein kleines Stück hoch und schüttel das auch aus. Und dann komm wieder zurück und dann heb die Arme nach oben, schüttel die sanft aus. Und dann bewegt die Handgelenke, Kreis mit den Händen, mal so und mal so herum. Und auch mit weichen Fäusten kreisen. Und euch die Finger bewegen. Und dann umarmen deine Knie. Und schenkt dir einen Moment eine Massage für den Rücken. Ja, dann breite die Arme zur Seite aus, stell die Füße auf und versetz dein Becken vielleicht eine halbe Breite nach rechts. Dann lass die Knie nach links sinken. Versetz den Kopf auch ein Stück nach links und dann wende ihn nach rechts. Und dann positioniere dich so, dass es bequem und gemütlich wird. Auch für den rechten Arm, den kannst du auch schräg nach hinten legen. Hauptsache, die Schulter kann sich entspannen und kann Anstrengungen loslassen. Und du bist dort richtig, wo im Lauf dieser Zeit keine Anstrengung entsteht oder nichts Festes entsteht, sondern aus einer Spannung eine Entspannung entsteht und an ihr das Gefühl der Dehnung und des Wachstums. Entdecke auch Atemräume. Ja, dann komm mit kleinen Schritten wieder zurück in die Mitte. Versetz von dort dein Becken eine gefüllte halbe Breite nach links. Dann lass die Knie nach rechts gleiten. Versetz auch den Kopf ein Stück nach rechts und wende ihn dann nach links. Dann leg den linken Arm bequem ab. Gern auch schräg nach hinten und richte es dir so an, dass du dich wohlfühlst und dass du genau dort bist, wo du sein möchtest. Dort, wo sich Anstrengungen und etwas Festes oder Spannung löst, eine Entspannung entsteht und an ihr das Gefühl zu dehnen und zu wachsen. Erkunde auch die Atemräume auf dieser zweiten Seite.
und komm dann wieder zurück zur Mitte. Und dann umarm deine Knie wieder. Ja, und dann leg dich bitte ganz lang ab mit den Beinen nach vorn. Schaff da etwas Abstand zwischen den Füßen und leg die Arme entweder schräg nach außen ab, schräg nach vorn oder sogar schräg nach hinten. So wie das für dich jetzt am angenehmsten ist. Und wir gehen noch gemeinsam in eine kleine Sequenz aus Anspannung und Entspannung und danach zu Shavasana. Wir nutzen diesen Moment der Anspannung, um da ein bisschen mehr zu entspannen im Nachklang. Dann nimm dich erstmal wahr und kuschel dich in die Yogamatte und in die Unterlage. Dann nimm dein rechtes Bein wahr und drehe so, dass die Zehen nach oben zeigen zum Himmel. Dann schieb die rechte Ferse weit von dir weg und dann spann alle Muskeln im rechten Bein an, die du findest. Mach das rechte Bein ganz fest und zieh die Muskeln rein in das Becken. Und denk dein Bein ganz schwer. Du brauchst ganz viel Kraft und Mühe, das rechte Bein ein kleines Stück zu heben. Dann heb es ein Stück an. Es ist ganz schwer, ganz fest. Du spannst es in der Kraft. Halte diese Anspannung. Halte. 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 Und lass los, lass das Bein zurücksinken und nach außen klappen mit den Füßen. Dann beobachte, wie das Bein sich entspannt. Es wird gelöster und durchlässiger. Nimm dein linkes Bein wahr und dreh es so, dass die Zehen nach oben zeigen. Schieb dann die Ferse weit von dir weg und spann die gesamte Muskulatur im linken Bein an. Mach das ganz stark, ganz fest. Und denk es dir ganz schwer, du brauchst ganz viel Kraft und Mühe, um dein linkes Bein ein Stück zu heben. Und dann heb es dieses Stück an und halte die Spannung und halte die Kraft. Und halte. Und halte. Und halte. Und lass los, lass das Bein zurücksinken. Lass es nach außen klappen. Und beobachte, wie es sich entspannt. Lass es durchlässiger werden. Und nimm deinen Beckenraum wahr und spann die Gesäßmuskulatur an. Dann hebt sich das Becken ein Stück hoch. Spann die Gesäßmuskeln, mach sie ganz fest und kraftvoll und halte. Und halte. Und halte. Und lass los, lass das Becken zurücksinken. Gib alles Gewicht an die Erde ab. Ganz weich und genüsslich taucht es ein. Bring die Aufmerksamkeit zum rechten Arm, zur rechten Hand und mach hier eine Faust. Und drück die Faust fest zusammen. Spann alle Muskeln im rechten Arm an, mach es ganz fest und zieh die Muskeln in die Schulter. Denk dir den rechten Arm ganz schwer, du hast was ganz Schweres in der Hand und mit dieser Schwere, mit dieser Kraft hebst du den rechten Arm ein kleines Stück hoch. Hebe auch die rechte Schulter hoch und halte die Kraft und die Spannung und drück die Faust und halte und halte und halte und lass los, lass den Arm zurücksinken, öffne die Faust, entspann die Schulter. Und spür den rechten Arm, wie er sich entspannt. Nimm den linken Arm wahr, die linke Hand. Mach eine Faust und drück die Faust zusammen, ganz kraftvoll und fest. Und spann den gesamten linken Arm an, zieh die Muskeln an die Schulter. Und mit ganz viel Kraft, der Arm ist ganz schwer, hebst du den linken Arm ein Stück an, ziehst die Schulter hoch. Halte die Spannung, halte die Kraft und halte und halte und halte und lass los, lass den Arm zurücksinken, öffne die Faust, entspann die Schulter und spür nach.
Nimm beide Beine wahr, dreh sie so, dass die Zehen nach oben zeigen, schieb beide Fersen von dir weg und mach die Beinmuskeln fest, alle Beinmuskeln anspannen. Spann die Gesäßmuskulatur an, mach in den Händen eine Faust, drück die Faust zusammen, spann die Arme an, Arm und Bein und Gesäß angespannt. Und mit dem Ausatmen alles ein Stück heben und halten aus der Kraft der Mitte. Halten, halten, halten und loslassen. Lass Arme und Beine zurücksinken. Entspanne alles. Die Füße, die Beine, das Gesäß, den Rücken, die Schultern, die Arme und Hände und Finger. Entspanne den Nackenbereich, dein Gesicht. Und lass dich in die Erde schmelzen. Erlaub alle Anstrengung und Spannung aus dir heraus in die Erde zu fließen. Und jedes Ausatmen unterstützt dich dabei. Mit jedem Ausatmen gibst du die Spannung an die Erde ab, tauchst in sie ein und lässt dich von ihr empfangen und aufnehmen. Finde dort Halt und Geborgenheit. Und jedes Einatmen macht dich nach oben leicht und frei. Und dann genieß diese Momente, Atemzug für Atemzug. Dann bring die Aufmerksamkeit wieder in den Atemfluss und beobachte, wie sie kommt und geht. Dann vertiefe ihren Fluss. So kann der Geist wieder aufwachen und wird erfrischt. Dann bring den Blick zum Körper und beobachte, wo die ersten Bewegungen entstehen und lass sie dort entstehen. Und beginne den Leib wieder aufzuwecken. Auf die eigene, ganz eigene Art und Weise, die dir jetzt gut tut und die dich verwöhnt. Dann finde von hier deinen Weg hoch zu deinem bequemen Sitz. Ja, lass uns noch einen Moment im Sitz verweilen. Schließ da gern die Augen wieder, sodass du die Aufmerksamkeit zu dir bringen kannst, ganz bei dir bleibst, um dieser Stunde nachzuspüren. Eine Yoga-Praxis, in der wir sanfte Bewegungen erfuhren, aber auch große und lebendige Bewegungsflüsse erfuhren. Und das hat alles den Ziel, den Körper zu mobilisieren, ja, deine Gelenke zu bewegen, deine Muskelstrukturen zu aktivieren und den Bewegungsspielraum zu erweitern, den der Körper hat.
Und es schenkt in Summe ein lebendiges und freies Körpergefühl. Auf der anderen Seite erfuhren wir aber auch Kraft und Stabilität, besonders heute im Schulter- und Armbereich. Und Kraft ist ein Gegenpol, ein sehr wertvoller Gegenpol. Er definiert, er strukturiert und gibt Halt. Und beides vereint sich im Yoga. Die Lebendigkeit, die Beweglichkeit und die Freiheit auf der einen Seite. Auf der anderen Seite das Zentrierte, das Fokussierte, die Kraft und Stabilität. Und beides wirkt nach im Körpergefühl, diesem lebendigen und doch zentrierten Körpergefühl, das uns jede Yogastunde schenkt. Und dann nimm die Atmung wahr, wie sie jetzt fließt. Sie hat dich durch diese Praxis begleitet, mal sanft und ruhig und mal aktiv und kraftvoll. Nimm wahr, wie sie jetzt ist. Wie es einatmet und wie es ausatmet. Dann denk die Ausatmung wieder nach unten in die Erde, um dich dort zu verankern und Halt und Geborgenheit zu finden. Und dann beginn von dort in der Einatmung zu wachsen. Denk sie nach oben in die Leichtigkeit und in die Freiheit, die dich aufrichtet und wachsen lässt. Beobachte, ob es Pausen gibt an den Wendepunkten der Atmung, vielleicht an der Ausatempause, wenn du dich erdest, dort verweilst, oder in der Einatemfülle in dieser Pause, indem du nach oben wächst, oder ob das alles fließt ineinander. Zum Ende dieser Praxis die Hände vor deinem Herz zueinander, zu einer Geste, die uns verabschiedet. Dann nimm die Berührungsflächen deiner Hände wahr. Und wenn du das nächste Mal einatmest, dann öffne die Arme weit über die Seite, hoch über den Kopf. Und wenn du ausatmest, dann bring die Hände vor dir zur Stirn, zum Mund und zurück zum Herz. Und öffne dich dort ein zweites Mal der Atmung und dieser Bewegung. Und dann bring alles zurück zum Herz, um dich dort wieder zu zentrieren. Wenn du es magst, dann verborg dich vor deinem Herz und vor dir selbst mit einem Danke für die Zeit, die du dir schenktest für diese Praxis. Wenn du dann dich aufrichtest, dann öffne die Augen langsam wieder. Komm wieder zurück in diese Welt. Und dann danke ich dir für deine Zeit, die du mit mir verbracht hast und wünsche dir einen wunderschönen Weg in den nächsten Teil deines Tages. Namaste.